hallo liebe Heimkino-Freunde, heute haben wir eine echte Premiere. Und zwar, ich habe hier den neuen Avario von LG. Und es müsste eigentlich irgendwo, müsste auch der Eggy sein, der nämlich mit mir heute den neuen Beamer vorstellen will. Guck mal, ach Eggy, guck mal, ich habe hier den neuen, das ist der neue Avario. Nee, ist er nicht. Wie? Nee. Den hat er mir im Lager in die Hand gedrückt. Ja, der ist doch weiß. Was? Der Avario ist nicht weiß. Avario? Avario? Ja. Was heißt Avario? Ja, sag du es mir. Elfenbein. Siehste, und das ist weiß. Okay, gut, ich gebe mich geschlagen. Das ist tatsächlich noch der Vivo. Wahrscheinlich hat er den Avario selber. Ich stell den mal weg. Dann, jetzt weiß ich, das hat hier mit Sicherheit hier einen Grund. Ja, ne, wie immer. Unsere grüne Decke. Okay. Die Neuheitendecke. Aber es ist komisch. Nee, irgendwie ist die Form. Irgendwas stimmt hier mit der Form nicht. Da hat uns wieder irgendjemand versucht, uns hier hinter das Licht zu locken. Genau. Ich würde sagen, guck mal, Eggy, du. Schauen wir mal, ob das jetzt das Original ist. Genau. Das ist ja immer noch weiß. Was ist denn hier passiert? Aha, aber doch, hier sieht man schon. Da drunter, guck. Weiß, Elfenbein. Okay. Da also, reingelegt. Ja, Eggy, was hat sich denn jetzt hier geändert? Die Farbe. Die Farbe? Elfenbein, ja. Ja. Und also auch den Stoff. Sagen, den Stoff hat man auch ein bisschen. Ich muss sagen, also der Stoff, das ist schon eine Weiterentwicklung. Natürlich ist das hier Lifestyle. Genau. Das ist ja gestalterisch. Ist das mit Sicherheit auch mal was anderes? Genau, es wird natürlich immer diskutiert. Weiß ist natürlich eine Farbe, die hier sehr beliebt ist bei modernen Möbeln. Ich habe die Produktfotos gesehen von LG. Die sind so auf Granit oder auf Marmorplatten mit wärmerem Licht. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Wohnzimmer ab. Hier würde er zum Beispiel sehr gut hinpassen mit diesen grau-cremefarbigen Möbeln. Ja, aber Eggy, nur die Farbe soll sich Nein, geändert natürlich haben. Hat sich schon noch also ein bisschen Also natürlich, mehr. Das ist ja jetzt ein also bisschen Also das wäre schon ein bisschen dürftig gewesen. Also das wäre jetzt ja... Genau. Also ich meine, gut, Elfenbein, gut, da hätte man dann vielleicht einen Vivo 2 machen können. Aber wir haben ja jetzt ja hier den HU915Q. Nein, man hat die natürlich schon auf den neuesten Stand gebracht. Aber wir geben dem LG natürlich wie immer einen Namen. Und der genau, früher hat LG das mal selber gemacht. Ja. Inzwischen sind die anscheinend zu faul geworden. Machen wir das. Ja. Und wir haben dann natürlich im Italienischen nach Elfenbein gesucht. Wie soll es sein? Das Ganze klingt heißt sehr gut, finde ich super. Avario. Den Bianco, ne, den hatten wir ja auch schon. Haben wir jetzt den Avario, richtig. So, und jetzt ist eben die Frage... Was ist denn an dem Avario so toll oder so anders? Ja, also, natürlich hat man ihn technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der Vivo, der ist ja tatsächlich, wir hatten ja schon ein Video kürzlich gedreht, der ist ja jetzt abverkauft sozusagen. Ne? Die letzten Geräte sind da im Umlauf. Aber er war ja schon ein paar Jahre alt. Also der war damals in der Zeit sehr voraus, hat sich lange gehalten, wegen seiner guten Leistungsdaten. Aber irgendwann, wir sind ja hier, reden ja hier von Unterhaltungselektronik, muss man natürlich so ein Gerät mal auf den neuesten Stand bringen. Neuester Stand heißt, man hat die HDMI-Eingänge auf den neuesten Stand gebracht. Nicht? Da hat sich ja ein bisschen was getan mit HDMI 2.1, mit Gaming, nicht? Mit Frequenzen und. Ja. Das hat man hier gemacht. Das hat man ja schon bei dem Bianco, dem kleinen LG gemacht. Dem hat man ja auch schon die neuesten HDMI-Standards spendiert. Er hat sie natürlich dann auch. Das wäre jetzt aber immer noch ein bisschen wenig. Tatsächlich, der Clou, den man sich für dieses Gerät überlegt hat, ist eine enorme Lichtleistung von fast 4000 Lumen. Wir sollten uns mal einen Kameramann leisten, dass ich nicht immer an die Kamera laufen muss. Ja. Wir haben halt hier dann doch eine Low-Budget-Produktion. Also ich habe jetzt heute hab ich das Licht gemacht, den Ton gemacht. Genau. Schauspieler bist du auch noch. Schauspieler, schauspielerische Einlage natürlich für Arme. Dann haben wir hier noch uns etwas Lustiges ausgedacht. Ja. Aber jetzt wollen wir doch mal Spaß beiseite. Ja. Da muss doch was Besonderes ja, sein. Ich wollte es gerade sagen. Also er ist tatsächlich der lichtstärkste Laser-TV
derzeit mit 3.700. Das ist wirklich. Aber wie erreicht er das denn? Genau, da hat LG sich tatsächlich so dem allgemeinen Trend nicht gebeugt. Von euch haben das bestimmt einige mitbekommen. Die Laser-TVs gehen jetzt dem Trend nach, RGB-Laser zu verbauen. Also rote, grüne und blaue Laser. Der Vivo hatte ja schon blaue und rote Laser, aber für grün hat man immer noch diese Phosphor-Laser-Kombination genommen. Und alle nicht alle Hersteller, aber die meisten High-End-Hersteller, die gehen jetzt auf rote, blaue und grüne Laser, um diesen möglichst intensiven Farbraum zu erzeugen. LG geht einen anderen Weg, die sagen sich, ja, ist zwar schön mit dem großen Farbraum, aber wirklich brauchen tut man den derzeit noch nicht. Nee. Wir stimmen das Gerät mehr in Richtung weiterhin DCI ab, also dass man Kinomaterial annähernd erreicht. Und wir bleiben bei der Laser-Phosphor-Kombination für grün, für rot und blau, wie beim Vivo, eigene Laserkanäle. Aber grün, auch ein eigener Laserkanal, aber immer noch den Umweg über Phosphor. Und das bringt die Möglichkeit, das Gerät, die haben diesen Phosphor überarbeitet, haben jetzt da noch mehr Leistung reingesteckt, das bringt die Möglichkeit, dieses Gerät 1000 Lumen heller zu machen. Also 1000 Lumen heller als die gesamte Konkurrenz derzeit. Die bewegt sich also immer so um die 2700 Lumen. Der hat 1000 Lumen mehr. Also 50% fast mehr, die er bietet. Ja. Also das ist natürlich gut, dass ich hier zum Beispiel 100 Zoll und bis 120 Zoll Diagonale ausleuchten kann. Man braucht das A, wenn man ein sehr helles Wohnzimmer hat. Das ist ja auch momentan sehr in, viele Fenster. Der Trend ist ja, man möchte möglichst helles, lichtdurchflutetes Wohnzimmer haben. Je mehr Licht man im Wohnzimmer hat, desto heller muss eigentlich so ein Laser-TV sein, damit er dagegen ankämpfen kann. Das ist der eine Vorteil. Der zweite, den hast du gerade richtig angesprochen, mit mehr Licht kann man auch mehr Bildgröße erreichen. Je größer das Bild, die Fläche, desto exponentiell muss ja fast die Helligkeit wieder erhöhen. Und nicht nur, dass das Licht hat, das war ja auch schon ein Vorteil vom Vivo, er braucht ja auch extrem kurze Abstände. Kein anderes Gerät steht so nah an der Wand bei gleicher Bildgröße wie der LG Vivo oder Avario. Das heißt, man kann auf ganz normalen Lowboards sehr große Bilder erzeugen, die müssen nicht besonders tief sein, und er hat die Lichtleistung, diese Bildgrößen auch noch auszuleuchten. Und das auch noch im nicht unbedingt dunklen Wohnzimmer. Und die Entscheidung fand ich sehr interessant. Zuerst habe ich auch gedacht, LG macht kein RGB. Es ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Es ist ja ein RGB-Gerät, nur eben kein grüner Laser. Aber ich finde im Nachhinein die Entscheidung eigentlich ziemlich geschickt von LG. Wirklich, weil das ist das, was ein Laser-TV nie genug von haben kann. Licht, Licht, Licht. Je heller die Geräte, desto besser. Ja. Und die Technik ist auch sehr aufwendig. Es ist nach wie vor ein High-End-Gerät. Ne? Es ist ja auch so ein ganz gewisses, also ganz bestimmtes Lifestyle-Look, den wir hier sehen. LG ist in Sachen Design sehr modern, ja echt sehr modern. Schon immer, schon mit den Beamern. Ja. Das fing ja schon mit dem Lago an, das war ja so der erste Designer-Beamer von LG. Also LG macht da richtig schönes, modernes Design bei ihren Geräten. Also, kann man nicht anders sagen. Ja, ja, und Elfenbein, sagen wir mal, ein Hauch von Elfenbein. Ja, ja, er ist jetzt nicht gelb oder ein Hauch von Elfenbein, genau. Ja. Also es ist so die Balance, dass man das Gerät auch ohne Weißreferenz schon noch als weiße Finger. Creme, leicht Creme, ja halt. Man sagt dazu nicht rein weiß, sondern das ist jetzt eben, da ist ein Farbton mit drin. Rein weiß ist tatsächlich gar nicht so rein weiß. Ne? Rein weiß ist schon so ein bisschen eierschalenmäßig. Ja. Erst noch ein klein bisschen. Aber man sieht das hier auch ganz gut, auch hier zu den Möbeln, die wir hier haben, passt da recht gut. Ich muss sagen, hier oder zu Holz. Genau. Die Front, die sieht schon eigentlich ja, da hat man so richtig schön dicken Stoff verwendet. Das sieht wirklich, es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Also das ist schon wirklich eine schöne Sache. Ja, was ein bisschen, das kritisiere ich schon ein bisschen in dieser Preisklasse, der Fokusregler ist manuell geblieben. Hätte man meiner Meinung nach mal elektrisch machen können. Haben ja viele andere Geräte auch per Fernbedienung. Aber na gut, so ist es halt. Aber wie gesagt, Licht, Licht. Genau, Licht, HDMI, HDMI 2.1 und neuestes Betriebssystem, WebOS, hat man auch auf den neuesten Stand gebracht. Es sind ja irgendwo auch Fernseher und Fernseher sind heutzutage smart und LG hat ja sein eigenes Betriebssystem, WebOS, und das wird natürlich auch immer auf dem neuesten Stand gehalten bei diesen High-End-Geräten. Das kriegen wir immer von den Fernsehern. Ich drehe den Avario mal um. Ich hoffe, dass das scharf ist.
Und ich werde es nochmal nachkorrigieren. Ja, da musst du mal mit dem Kameramann schimpfen sonst. Ja. Kann man da was sehen? Das ist ein bisschen überbelichtet. Es pumpt, es pumpt. Deshalb werde ich jetzt mal das mal so machen. Unser Kamera. Ja, ah ja. So ist doch schon besser. Ja, und scharf. Ja. So, und dann lass es mal kurz mal rüberfahren. Ja, sonst ist nicht viel zu sehen, ne? Der Rest ist... Der Rest ist ja wie bekannt, wie man das jetzt auch sich vorstellen würde. So, dann mache ich mal wieder den Ausschnitt groß. So. Ja, genau. Gut, also, wie gesagt, ich habe... Ja, es ist relativ unspektakulär. Die Anschlüsse sind hinten, da weil man hinter dem Gerät natürlich die Kabel da nicht sieht. Drei HDMI-Eingänge, das ist ausreichend. Ja. Zwei USB. USB, klar, da kann man Bilder zuspielen. Ich meine, wir haben hier eigentlich einen Drehteller. Ja, aber der Drehteller ist zu klein für dieses Gerät. Der ist leider zu klein. Das und ist schon ganz schön. Da kriegt man schon was für sein Geld. Genau. Und das darf man jetzt nicht unterschätzen. Drei HDMI-Eingänge, USB, da kann man dann Fotos oder Videos auch von Speicherstick zuspielen. So ist das ja wie bei Fernsehern, genau. So. Gut, dann würde ich sagen, dann zeigen wir jetzt den Avario mal in Aktion, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, wie hell der ist. Letztendlich. Genau. Richtig. Ist ja immer bei YouTube-Videos, gucken wir mal, wie es rüberkommt. Das machen wir jetzt mal. Alles klar. Also, bis gleich. Hier nehmen wir das. Das sieht gut aus. Das sieht immer gut aus. So. Okay. Das ist doch schön. Das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon x-mal gesehen in unseren Demo. Genau, immer wieder schön. Italien. Italien. Genau. Ein, sagen wir mal, ganz wunderbares Ambiente. Genau. Und hier sieht man, du willst jetzt ja, oder versuchst ja jetzt zu zeigen, wie hell der Avaro ist. Ja, was natürlich bei... Edison hätte gesagt, hell wie eine Glühbirne. Also, hell und genau. Eigentlich noch heller, weil wir haben ja drei Laser. Ja, richtig. Also das ist, wir haben es ja schon gesagt, 3700 Lumen. Und ist tatsächlich auch wirklich hell. Man kann das in dem YouTube-Video immer schwer zeigen, weil die Kamerabelichtung sich ja anpasst immer an das Bild. Aber also auf jeden Fall hat dieses Gerät sehr viel Licht. Ist gleichzeitig scharf. LG verwendet ja auch als einer der letzten Hersteller noch den großen DMD-Chip. Der hat ja die doppelte native Auflösung. Den XPR1. Und der muss nicht so... bei den anderen werden ja die Pixel viermal geschoben, bei ihm nur zweimal. Dadurch hat er mehr native Auflösung. Und das sieht man auch schon noch im Bild, er ist immer noch sehr scharf, wenn das Material das hergibt. Das ist jetzt nicht das perfekte scharfe Material, aber wirklich sehr gutes VK-Material hat, sieht man das. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben auch hier direkt schon einen kleinen Ton ist an. Ja. Hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert zum Vorgänger. Was schön ist bei dem LG, da er so breit ist, hat er natürlich auch viel Abstand zwischen links und rechts, mehr als viele andere Laser-TVs. Also es ist schon für eine Soundbar eine sehr schöne Breite, Grundbreite, genau, die man hier hat. Bei das anderen, nur mal wahrscheinlich räumlicher Klang. Genau, das ist dann schon etwas noch besser in der Räumlichkeit als kompakte Geräte, wo die näher beieinander sind. Ja, wir haben jetzt ja noch nicht viel eingestellt. Wir haben ihn tatsächlich nur kurz auf den Screen angepasst und eingeschaltet. Er läuft jetzt in einem hellen Modus. Wir haben gesehen, wenn man jetzt hier wir gehen wieder zurück. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Was wollen wir nochmal hier? So. Ich wollte nämlich eigentlich ins Bildmenü. Das ist eigentlich unverändert. Hier haben wir dann die Einstellmöglichkeiten. Hat auch noch mal so ein paar Gedenksekunden. Hier haben wir jetzt den Standardmodus. Das ist der normale Bildmodus, den man so zum Fernsehen gucken nutzt. Es gibt dann auch den Lebhaftmodus. Jetzt wird die Farbe
Ich glaube, er hat schon wieder diesen. So. Ja. Jetzt sind die Farben noch mal einiges kräftiger geworden. Das Bild ist tatsächlich noch mal heller geworden. Jetzt ist er wirklich. Ja, jetzt ist er schon wirklich sehr strahlend. Das wäre jetzt wahrscheinlich schon ganz gut für Fußball, wenn man das jetzt mittags um die Mittagszeit. Also ich würde sagen, das ist wirklich schon zum TV-Schauen auch gut, ja. Da sieht man ja auch, wie grün das Gras ist oder wie grün das Grün ist. Ne? Also das ist schon gewaltig. Da geht man eigentlich, wenn man tagsüber so projiziert, auch ein bisschen bewusst über die Norm hinaus. Also wenn man viel Licht im Raum hat, dann werden die Farben ja auch wenn das ein Spezialscreen ist, diese Spezialscreens, die reflektieren ja nur das Licht von unten. Aber dem wirkt man dann dem Fremdlicht doch noch ein bisschen entgegen, wenn man die Farben so ein bisschen intensiver einstellt. Und man hat ja auch hier bei der Technik weniger Farbsau. Ja, richtig. Ja, also es ist viel schärfer. Ja, also er hat auch sehr hochwertige Objektive drin. Alles, was das war schon beim Vivo so, das hat man nicht verändert. Das sind schon sehr hochwertige optische Komponenten. Dadurch, dass er auch nicht diese extreme RGB-Lasergeschichte hat, hat er nicht so viel Farbsaum. Der größere Chip, der ist auch größer tatsächlich. Der ist nicht nur höher von der Auflösung, der ist auch größer. Also die ganze Light Engine von dem Gerät ist schon sehr aufwendig. Deshalb ist dieses Gerät ja preislich auch über den meisten anderen, muss man auch dazu sagen. Das muss man auch bezahlen, diese Qualität. Optische Komponenten kosten immer am meisten. Ich meine, er ist ja auch der Bruder, der Vivo, den gibt es ja weiterhin noch als Sonderangebot. Ah ja, aber nur noch begrenzte Zeit. Wir haben noch begrenzte Stückzahlen. Das heißt also, mit wenigen Abstrichen, also der hat ja auch den großen Chip. Der hat auch den großen Chip. Er ist nicht so hell, er ist 1000 Lumen, ich glaube 2700 Lumen. Genau. Das ist immer noch so viel wie alle anderen Geräte am Markt. Er ist also nicht dunkler als die meisten Laser-TVs. Genau. Er hat auch rote und blaue Laser und grün halt über Phosphor. Ist also auch ein RGB-Gerät. Das war eigentlich auch Dreifachlaser. Genau, kein Farbrad. Das galt ja alles schon für den Vivo. Der Vivo war ja seiner Zeit so weit voraus. Und ganz ehrlich, für den Preis meiner Meinung nach immer noch ein echtes Schnäppchen. Also genau, und es sind auch nur noch wenige da. Man muss jetzt sagen, natürlich der Avario, der schießt natürlich den Vogel ab, was die Helligkeit anbelangt. Und gerade, also wir haben jetzt hier 100 Zoll. Ja, 100 Zoll, die ja übrigens noch nicht mal eine Handlänge aus so einem Abstand macht. Das ist, das ist faszinierend. Man sieht ja, wie viel Platz man hier vorne noch hat. Und das ist ein schmales Lowboard. Das ist also gerade für Leute mit hohen Designansprüchen sehr wichtig. Das Gerät kann sehr, sehr nah an der Wand. Man muss nichts abrücken, man muss kein breites Lowboard hinstellen. Wirklich sehr, sehr schön. Oder wenn man ihn ein bisschen weiterzieht, dann ist man auch schnell bei den 130 Zoll. Also bei der Lichtleistung kann man natürlich auch ohne weiteres ein 120 Zoll diagonale realisieren. Richtig. Denn dann ist man auch wieder deutlich über den Fernseher. Die Fernseher, die gehen ja jetzt so bis 80, 90 Zoll, ne? 85, das ist ja, glaube ich, so der bezahlbare Rahmen bei Fernsehern. Darüber wird es, glaube ich, teuer, 100 Zoll. Das kostet dann schon Geld, ist im Transport fast schwierig, schwer aufzuhängen, sauschwer und so weiter. Aber die Fernseher sind ja schon recht groß. Mit 120 Zoll ist man dann wieder weit von den Fernsehern entfernt. Und dann relativiert sich auch der Preis von so einem Gerät. Ein 120 Zoll Fernseher möchte ich nicht wissen, wie viel man dafür momentan bezahlt. Bestimmt schon 6 der Summe, oder? 120 Zoll. Also 100 Zoll gibt es ja, soweit ich weiß, gibt es, sagen wir mal, mit einer eher niedrigeren Qualität gibt es schon. Aber jetzt sagen wir mal so als QLED oder OLED, da kannst du OLED oder beziehungsweise da kannst du 100 Zoll nicht bezahlen. Ja, richtig. Also die 100 Zoll, die jetzt Geräte sind eigentlich mehr so Messe. Ja. Das sind mehr so Digital Signage Geräte, ne? Eigentlich mehr so. Das ist unbezahlbar. Und die wirklich Heim. Die Konsumergeräte mit voller Ausstattung, die sind unbezahlbar. Ja. Und man muss jetzt mal tatsächlich hier sagen, ne, ich stehe jetzt hier genau davor und es ist also wirklich scharf. Ja, richtig. Man sieht hier auf der Flagge, könnt ihr wahrscheinlich die ganzen Europa-Sternchen. Das ist wirklich schon. Das ist 4K. Ja, ja, also da wird ja immer viel diskutiert. Also gerade die XPA1-Technologie, auch wenn die noch die Pixel schiebt, die ist von einem nativen 4K-Gerät gut wie nicht zu unterscheiden. Das ist wirklich. Da hatte der Texas Instruments sich damals weiß aus dem Fenster gelehnt, gesagt, wir sind genauso scharf wie die Nativen. Da habe ich gedacht, ja. Aber wenn man es wirklich vergleicht,
Also man muss wirklich mit der Lupe suchen, um dann noch die Vorteile von nativen 4K-Geräten. Das ist tatsächlich so. Das ist eine sehr, sehr ausgereifte Technologie, die man da verwendet. Und sehr langlebig. Ja, und hier das Betriebssystem, altbekannt. Genau, das kann man auch mal kurz zeigen, wenn man hier auf die Home-Taste geht. Es ist zwar altbekannt, aber es ist tatsächlich das neue WebOS. Man sieht das auch, das alte hat ja diese Karteikarten gehabt. Hier ist man jetzt so ein bisschen, ich fand das eigentlich ein bisschen persönlich schöner. Jetzt hat man hier wieder diese Kachel, die man halt auch von vielen anderen kennt. Ja, es ist super schnell, super ausgereift. Es gibt alle Apps, ich glaube auch, ja. Netflix haben wir. Das ist die App, die ja bei vielen fehlt, gerade bei den günstigen Geräten. Hier haben wir Netflix, DAZN, Disney Plus, Prime, Apple TV, YouTube und das sind ja noch lange nicht alle, ja. Die ist auch beim Vivo drauf, ne? Die ist auch beim Vivo drauf, genau, ja. Und sie ist auch bei dem Bianco drauf, ne? Und man muss also auch hier ganz klar sagen, das ist also jetzt kein Android. Hier haben wir im Prinzip einen Quad-Core-Rechner oder Prozessor, der das Ganze natürlich auch sehr flüssig, das sieht man ja wie die Geschwindigkeit in der Bedienung des Betriebssystems, ist sehr flüssig und komfortabel. Ja, definitiv. Das läuft wirklich gut. Das, was immer so ein paar Sekunden hat, ist das eigene Menü, aber das hat nichts mit dem WebOS zu tun. Das WebOS ist natürlich turbo schnell. Ja, und ich meine die ganzen Smart Apps oder sagen wir mal Micro Device Mirroring, also wenn man da jetzt zum Beispiel das iOS oder das Android Handy spiegeln will oder das iPad, das ist ja alles hier überhaupt kein Problem. Also auch Bluetooth Audio. Ja. Ist alles drin. Aber genau. Das haben wir auch schon die Vorgänge. Also das ist jetzt hier nichts Besonderes. Das ist einfach standardmäßig jetzt hier schon. Man sieht das hier. Airplay hat man, Soundshare. Also wirklich, das ist wie der modernste Smart TV, den man sich momentan holen kann. Das ist alles mit an Bord. Kann man voll integrieren hier an seine eigene Infrastruktur. Geht alles super schnell. Also da leistet sich das Gerät keinerlei Schwächen. Es gibt die Apps, man kann aus dem Netzwerk streamen und. Es gibt auch einen Webbrowser, wer groß surfen möchte. Ja. Und das läuft halt wirklich auch alles sehr, sehr schnell. Also wirklich ein echter Laser-TV. Er wird da seinem Namen gerecht. Mit einer Einschränkung, dass die immer noch kein Tuner. Ne? Ja. Das hätte ich noch besser gefunden, wenn man mal einen Tuner integriert hätte. Aber LG ist da ein bisschen konservativ. Ja, gut, die haben da vielleicht gesagt, da ja so ein Tuner analog arbeitet, Es ist immer dieselbe Geschichte. Es ist für den Hersteller sehr viel Aufwand, weil wir in Europa so viele verschiedene Distributionen von Fernsehen haben. Das ist eigentlich bei jedem Land unterschiedlich. Wenn man das Gerät für die USA macht, ist das viel einfacher. Da ist ein Tuner, der funktioniert für 400 Millionen Amerikaner. Hier funktioniert ein Tuner gerade nur für ein Land. Frankreich sieht das wieder anders aus, ne, und so weiter. Und das ist für den Hersteller, da müssen wir mal so ehrlich sein, dafür ist das noch vom Markt zu klein, als dass es sich den Hersteller lohnt. Aber ob ich jetzt für ARD und ZDF... Ja, erstens kriegt man das inzwischen auch übers Netz. Ja? Da braucht man ja gar keinen Tuner mehr. Ich meine, bei dem Club kann man ja nicht austreten. Man hat ja genau, das automatisch, die Zwangsgebühren. Ne? Die Zwangsgebühren und hat jetzt hier ausgerechnet keinen SAT-Receiver, um das Zwangsfernsehen zu sehen. Genau, kein Zwangsreceiver. Aber man kriegt das ja auch alles übers Internet mittlerweile. Das ist ja überhaupt kein Problem. Die streamen ja alle ihr Fernsehprogramm gleichzeitig ins Netz. Und das funktioniert ja genauso. Und abgesehen davon, dass diese Geräte, glaube ich, auch gar nicht mehr so zum herkömmlichen linearen Fernseher so verwendet werden. Ja, insgesamt eine sehr runde Sache. Noch hier die Fernbedienung, das ist, ihr habt es bestimmt schon gesehen, wieder die Magic Remote. Auch ein LG eigenes Patent mit dieser virtuellen Mauszeiger. Funktioniert super, ist gerade natürlich für so ein smartes Betriebssystem allererste Wahl. Fernbedienung hat sich nicht wirklich verändert, bis auf ein paar Tasten. Die hat jetzt direkte Shortcuts für Netflix. Und Disney hat anscheinend auch ein bisschen was gezahlt, um hier auf die erste Seite sozusagen zu kommen. Ja, sehr schön. Das ist alles altbewährt. Gibt keinen Kritikpunkt. Da wird das schon seiner Preisklasse in jeder Hinsicht gerecht. Gut, Ecki.
Ich denke, wir haben alles gesagt, alles gezeigt und wir werden jetzt eventuell nochmal die Farben. Genau, wir messen auch die Farben, das ist bei dem Gerät ja interessant. Ich habe es ja schon gesagt, man geht nicht auf diesen ganz großen Farbraum, wie die RGB-Laser, sondern man sagt dafür mehr Licht. Es ist ja sehr spannend, wie groß ist der Farbraum jetzt? Ist der jetzt für Kinomaterial 100% oder 90% oder 95%? Und wir bieten ja auch, das will ich dir gerade mal hier reinwerfen, ja. Wir bieten ja auch hier die Cineform Home Edition, die Limited Edition von ja, dir. Ja, genau. Also jeder, der sagt, ich kann es noch mal kurz zeigen. Das ist ja wie ein Heimkino-Gerät. Da kann man sehr, sehr viel einstellen bei so einem Gerät. Wir haben inzwischen verschiedene Bildnormen, also HDTV, dann haben wir HDR mit dem Kinofarbraum und wir haben BT2020 für besonders farbintensives Material. Und wenn man hier den Expertenmodus wählt, dann hat der LG auch extrem viele Einstellmöglichkeiten und erweiterte Einstellungen. So, jetzt nochmal Helligkeit. Das sind diese Grundparameter. Dann geht es weiter über die Farbe. Da stellt man ja nicht nur die Farbtemperatur ein, sondern auch den gesamten Farbraum. Den kann man dann auch wieder kalibrieren und und. Das heißt, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt, ist es fast nicht möglich, dieses Gerät auf die perfekte Performance zu bringen. Du brauchst es ja für SDR und du brauchst es ja für HDR. Man braucht es inzwischen ja für mindestens zwei. Das ist ja viel mehr Aufwand. Richtig. Auch, ne? Und ja, was wir machen, ich setze mich dann hin ein paar Stunden und gucke, ermittle, wie die beste Grundkonfiguration aussieht. Ja. Das ist das, was man mindestens machen sollte. Und wer es ganz perfekt haben will, da stellen wir das Gerät tatsächlich mit Messinstrumenten individuell nochmal auf die Norm ein, kalibrieren das nochmal. Und dann kann man sich ganz sicher sein, dass der wirklich 100% nach Norm und auch am Leistungslimit läuft. Ja. Sehr schön. Also das macht doch schon mal Spaß. Ja, genau. Also bis jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Ich habe mich tatsächlich noch nicht, tatsächlich ist für mich auch eine Erstbegegnung. Ich habe ihn schon mal gesehen kurz, aber ich habe mich noch nicht wirklich mit ihm intensiv beschäftigt. Dann wirst du dich nachher mal. Das wird für mich jetzt sehr spannend auch, was der messtechnisch hergibt. Merkt ihr den Namen Avario? Genau, Avario. Und ihr merkt euch das auch, Avario. Also bis nachher im Kino.